Vor über 20 Jahren brachte der finnische Hersteller Avant Techno das erste Multifunktionslader-Modell auf den Markt. Heute verkauft man pro Jahr über 4000 dieser Kompaktlader. Thomas Sterkel von Avant Techno analysiert in seinem VD-Bumm-Vortrag, warum die Multifunktionslader höchste Effizienz bei einem Einsatzgewicht bis 2 Tonnen bieten. Unsere Hauptbereiche sind in Deutschland der Gallabau, schlechtweg, macht heute immer einen Anteil von 50% noch aus. Im Hauptbereich ist auch das Thema Landwirtschaft, Kommunen, die Pferdehaltung, der Bau und die Industrie. Wir haben insgesamt 6 Ladermodelle. Wir starten mit der 200er Serie, das ist unser Einstiegsmodell, mit einem Eigengewicht von 590 Kilo, eine Hubkraft von 350 Kilo und bis zu 29 Liter in der Zusatzhydraulik. Danach folgt die 300 Serie, das ist das, wo Avant mit anfing. Das ist eine Skidsteer-Maschine, also eine panzergelenkte Maschine. Der Skidsteer-Markt hat abgenommen, aber die Serie ist für uns in den Bereichen, gerade in der Landwirtschaft, nach wie vor sehr wichtig. Dann haben wir darüber gehend die 400 Serie, 500 Serie, 600, 700er Serie. Das heißt, wir haben im Grunde auch wie im Kfz-Bereich eine Staffelung. Die 400er Serie beispielsweise, die hat noch keine Parallelführung. Sowas gibt es dann ab der 500er Serie. Bei der 600er Serie gibt es dann als Option auch den 8-fach-Joystick statt nur 6-fach-Joystick. Jede Serie von der 200er bis 700er hat natürlich einen Vorteil. Von leichter bis schwerer haben die natürlich dann auch mehr Hubkräfte und darüber hinaus eben auch höhere Zusatzhydraulik. Was unsere Radlader ausmachen, ist eben, dass diese Lader entsprechend technisch ausgerüstet sind, auch in der Zusatzhydraulik jede Menge Power in Form von Ölmenge und Druck zu liefern. Und das wiederum bedeutet bei unseren Ladern, wir haben es gerade gehört, 100, von denen reden wir, das sind Standardanbaugeräte bei uns, mittlerweile mit Sonderlösungen und so weiter, 140 Anbaugeräte. Mit dieser Leistung der Lader versetzt uns in die Lage eben auch darüber hinaus, statt nur einem starken kleinen Lader, Anbaugeräte zu bieten, und zwar professionelle Anbaugeräte. Ja, serienmäßig haben alle Avant-Lader auch das Avant-Schnellwechselsystem. Das heißt Geräteanbauwechsel und gerade bei 100 Anbaugeräten, die ich ja zur Not auch auf einer Baustelle einsetzen könnte, wenn es Sinn macht, kann ich dadurch sehr schnell wechseln. Wir haben seit über einem Jahr serienmäßig an unseren Maschinen ein Schnellkupplungssystem für die Zusatzhydraulik. Das heißt so ein Einhandsystem. Ich muss nicht mehr anfangen, Vorlauf, Rücklauf, druckloser Rücklauf, wo muss das Ganze dran? Jetzt habe ich auch noch ölige Finger. Oh, ich habe vergessen, die Maschine Druck zu entlasten. Das entfällt alles durch den Einzug unseres Multikupplungssystems, was mittlerweile serienmäßig ist. Für die unterschiedlichsten Anforderungen können wir in all diesen Bereichen eben auch diese Anbaugeräte bieten. In dem Fall haben wir oben links angefangen, Schneeschild, dann haben wir auch einen Ripper. Wir haben einen kleinen Holzschredder, wo ich also Aststärken bis 60 mm zum Beispiel fein häckseln kann. Natürlich Anbaugeräte wie Schaufeln, Palettengabel, Mähwerke, Baggerarm, Mähwerk mit Aufnahme, Holzspalter. Wir haben so einen dicken Katalog mittlerweile an Anbaugeräten, das macht richtig Spaß. Aber das ist genau der Punkt, was eben dann auch so eine Auslastung so einer Maschine ausmacht. Darüber hinaus sind wir dann sehr stark eben auch in der Landwirtschaft vertreten. Früher hieß es, ich suche einen Hoflader und der soll füttern und der soll Mist wegschieben. Und dann war im Grunde der Einsatz für so eine Maschine auch erledigt. Heute verändert sich auch die Landwirtschaft deutlich. Der Bereich Füttern und Misten ist nach wie vor Hauptthema. Aber darüber hinaus ist rund um einen solchen Hof heute deutlich mehr zu leisten. Und der Vorteil ist, dass eben dann mit einem Multifunktionslader zu nutzen, ich brauche nur eine Maschine dafür. Wir stellen fest, dass der kommunale Dienstleister heute gerne eine Maschine hat, möglichst immer alles dabei hat und auf alles eingerichtet ist. Und das können wir mit unseren Produkten eben bieten. Hier kommt halt die Weiterentwicklung der Avant-Modelle in den speziell letzten 2 Jahren mit hinzu, indem wir heute eine wetterdichte Kabine bieten können mit Heizung, sehr komfortabel auch von der Ergonomie, aber darüber hinaus die Kabine auch optional mit einer Klimaanlage, mit Kommunalpaket, also Straßenzulassung und auch den entsprechenden Anbaugeräten. Unsere Maschinen überzeugen, und das ist auch wichtig im Gallabau, eben durch das bodenschonende Konzept. Wir haben also im Grunde einen Vierradantrieb. Aber wir bieten auch für diesen Vierradantrieb die sogenannte Traktionskontrolle.
Da wir alles hydraulisch antreiben, haben wir kein Differentialgetriebe. Also Differential ist die Wirkung, die wir durch diese Traktionskontrolle erreichen. Und das heißt, aktiviere ich diese Traktionskontrolle, schalte ich um von Vierradantrieb auf Zweiradantrieb und dann wird ein Rad links und ein Rad rechts mit der geringsten Bodenbelastung angetrieben. Hat aber auch den Vorteil, beim Einlenken drehen sich die Räder mit. Habe ich jetzt nur Vierradantrieb, habe ich auf allen vier Powern, lenke ich ein, schieben die sich mit. Ja, dann kommen wir in den 600er Bereich und das ist in Deutschland mit der 400er Serie die meistverkaufte Maschine. Momentan haben wir nur zwei Typen. Diesen 640 stellen wir ganz neu zur Bauma vor. Der 640er hat ein Zwei-Fahrstufen-System bekommen, eine elektrische Feststellbremse, eine Hubkraft bis 1,1 Tonnen und maximal 66 Liter in der Minute. Darüber hinaus die 700er Serie, die wir in zwei Typen anbieten, mit einem Eigengewicht von 1700 Kilo und je nach extra Ballastierung mit einer Hubkraft von bis zu 1,5 Tonnen bei 70 Liter. In der Zusatzhydraulik, bietet 49 PS, alles Kubota-Aggregate, Hubhöhen bei unseren Maschinen ab 400er Serie liegt bei 2,80 Meter, die 700er liegt bei 3 Meter und ganz neu Avant Robot, ein elektrisch gesteuerter Abbruchroboter mit 15 kW und 18 kW, zwei Modelle. Den würden wir zur Bauma erstmalig offiziell vorstellen. Mit Hydraulikhammer, mit Abbruchschere, mit Löffel, mit Fernbedienung. Wir werden sicherlich auf der Bauma im Demogelände alle Funktionen dieses Avant-Robots dort vorstellen können. Wir arbeiten in Deutschland flächendeckend, speziell mit Vertriebspartnern aus dem Baumaschinensektor und haben hier knapp über 70 Stützpunkte in Deutschland, die nicht nur für Verkauf, sondern auch für Vermietung, für Service und für Ersatzteilversorgung zuständig sind. Über Nacht innerhalb von 24 Stunden, was bei uns 16 Uhr bestellt wird, ist am Morgen, wenn es nicht gerade beim Nachtverteilerservice oder bei UPS irgendwas schiefgelaufen ist, bei Ihren Kunden, sprich auch bei Ihnen. Ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß noch in Braunlage und vielen Dank, dass wir hier sein durften. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.